Hallo hier bei Mixi TV. Es gibt wieder Event in der Schweiz, Mega Switzerland. Und da haben wir doch ein paar Fragen. Guten Tag, du bist da. Ich bin der Thomas, Kescher-Name Stettfurter aus Frauenfeld. Wir organisieren im 2017 den Mega Switzerland auf der Pferderennbahn Große Almend. Okay. Und wie weit ist denn das so zur deutschen Grenze? Von der deutschen Grenze, wenn ihr von Deutschland her anreist über Stuttgart, singen die A81 herunter, dann fährt ihr von Überstein am Rhein etwa 25 Kilometer, das geht vignettenfrei. Oder ihr fahrt über Konstanz, da müsst ihr auch nicht auf die Autobahn, da könnt ihr auch über Landstraße 25 Kilometer ohne Vignette zu uns kommen. Das hört sich ja richtig nah an. Das ist sehr nah an der deutschen Grenze. Ich hätte gedacht, Schweiz ist ja auch teilweise schwierig zu fahren, aber 25 Kilometer... Also diese Strecke da von Deutschland... Da ist man mal schnell vorbei. Ja, da kann man schnell von der deutschen Grenze rein. Und wir sind ja im Sommer 2017, im August. Vom Datum her am 25. August rum. Und eine Woche vor uns ist Led Zeppelin. Okay. Und wir sind eine Woche später. Das lohnt sich also für jeden, auch vom Norden Deutschland herunterzufahren und eine Woche Urlaub im schönen süddeutschen Raum zu machen oder in die Nordschweiz zu kommen. Das ist so eine gute Kombi. Also wenn jemand 2017 Lust hat, mal viele Kescher zu sehen, dann ist es das geniale Doppelt mit Urlaub dazwischen, Bodensee und ähnliches in der Nähe, Schweizer Berge. Genau, da könnt ihr, ihr seid von Frauenfeld, in 3/4 Stunde könnt ihr auf den Sentis rauflaufen, der ist 2400 und was hoch, hat auch Kescher oben, wenn ihr noch was für die Höhenpunkte braucht. Dann haben wir den Rheinfall. In Schaffhausen, der ist natürlich auch sehr, sehr nah, das sind dann vielleicht 30 Kilometer. Und ihr könnt das wirklich alles über Landstraße erreichen, ihr braucht keine Vignette zu kaufen. Das hört sich nach einem super Urlaub an. Ja. Und euer Event, ist es ein Tag, zwei Tag, drei? Wir beginnen auch wie die meisten Events am Freitag, geht dann Samstag und Sonntag. Der Freitag wird ein Welcome-Event sein, also wir haben 2014 hatten wir eine Freitagseröffnungsshow mit Künstlern aus der Umgebung. Das wollen wir wieder so machen. Wir haben ja auf der Pferderennbahn eine große Tribüne und können dann stellen eine Bühne auf, wo dann Künstler auftreten, wo dann auch am Samstagabend dann die Dosenfischer wieder kommen, zum zweiten Mal in Frauenfeld. Mhm. Die sind also auch wieder mit von der Partie. Da freue ich mich auch drauf. Richtig, dann ob sie wieder was in Schweizerdeutsch auspacken oder schaut das Video auf der Homepage an von dem Nachtkescher, das ist, war sehr eindrücklich, dazu mal in Frauenfeld. Super. Und beim Hauptevent, was gibt's da? Der Hauptevent, also wir legen eigentlich beim Cachen respektive beim Mega sehr viel Wert auf Freundschaft, auf Zusammenkommen, dass die Leute Zeit haben, auch mal zusammenzusitzen. Wir werden wieder einige Trails anbieten, also es wird sicher über 100 Dosen zu finden geben, die man vom Gelände aus sehr gut zu Fuß und mit Fahrrad erreichen kann. Also sehr wichtig, nehmt eure Fahrräder mit, weil das Prinzip ist, ihr kommt in Frauenfeld an, stellt das Auto hin, gleich neben dem Eventgelände, gratis parkieren und fahrt erst am Sonntag wieder weg. Die Stadt, ist schön. Ja, die Stadt zum Besuchen, die ist auch in Fußdistanz, also genießt einfach das Wochenende mit Freunden. Und wie kann man bei euch übernachten? Übernachten haben wir verschiedene Angebote, also wir werden wieder einen großen Zeltplatz anbieten, wo ihr mit Wohnmobils kommen könnt oder mit Zelten. Dann werden wir direkt auf dem Gelände wieder einen Schnarchplatz anbieten, das ist eine ganz alte Militärunterkunft mit zwei Räumen, je 50 Betten. Da liegt man also wirklich dann tak tak schön an schön nebeneinander. Das ist von der Akustik in der Nacht dann natürlich sehr speziell. Okay. Hotels hat es natürlich auch gleich. Das direkt auf dem Gelände wird schon ausgebucht sein. Aber es hat auch noch andere Hotels in der Nähe. Das hört sich nach einem tollen Rundumpaket an. Richtig. Ich freue mich mal drauf. Ich hoffe, dass ich zeitig das schaffe, dass ich zu euch kommen kann. Ja, auf jeden Fall würden es freuen. Und okay, gibt es noch was Abschließendes zu sagen? Schaut auf unserer Homepage meetingfriends.ch, da werden immer wieder neue Informationen eingestellt, registriert euch für den Newsletter. Gibt es schon einen Shop? Es gibt schon einen Shop, da haben wir bis jetzt aber erst unsere Villa Tents T-Shirt, die sind aber jetzt leider dann ausverkauft.
und wir rechnen damit, dass der Shop so im Januar aufgeht. Dann sollten auch die Samples von den Coins da sein, dass wir dann wirklich, dass ihr Campingplatz, Coins, Eintritte, alles in einmal buchen könnt. Das hört sich gut an. Okay, ja. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Und tschüss zusammen. Bis in Frauenfeld.